Willkommen zu einem neuen Let's Talk Part. Jo, nun ist es mal wieder soweit. Es wird Zeit, bisschen über die letzten Wochen zu reden. Bisschen, ja, mit euch gemeinsam hier. Und ja, Let's Talk ist ja immer sowas, wo ich über die letzten Wochen rede. Wer hätte es jetzt gedacht? Na toll. Egal. Gut, fangen wir mal an. Das letzte Mal, als der letzte Let's Talk Part rauskam, das war noch so ein bisschen meiner Stress-Schulzeit sozusagen. Inzwischen hat jetzt so schulisch gesehen der Stress nachgelassen. Die Noten sind fertig. Bald sind Sommerferien, sind jetzt nur noch 1,5 Wochen naja, Schule ist das auch nicht mehr. Also ich habe jetzt so bis Mittwoch noch direkt Schule. Ab Donnerstag sind Projekttage bei mir. Und dann gibt es dann noch die Woche dann direkt Zeugnisse. Und dann gibt es Sommerferien. Ja, und die Sommerferien, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn in den Sommerferien will ich dementsprechend natürlich viel aufnehmen. Ich möchte auch live streamen. Da kam zum Beispiel ja gestern Abend ein Livestream, dann noch in der Nacht noch ein spontan Livestream auf Gommel mit Nico und Jonas gemeinsam. Und noch ein Gast, der da dann später noch dazu kam. Und ja, es wird auch häufiger dann solche Livestreams geben. Vielleicht nicht nur Minecraft, vielleicht auch andere Spiele. Ich habe da zum Beispiel ein Spiel, was ich unbedingt gerne wieder zocken möchte und was sich im Livestream sehr, sehr gut eignet. Naja, mal schauen, was wir da machen. Vielleicht. Dann habe ich noch eine andere Idee. Und zwar Game Dev Tycoon. Hatte ich ja damals mal gesagt, dass ich dann vielleicht daraus dann später noch einen Livestream mache. Vielleicht wird er auch dann im Sommer dann kommen. Wäre vielleicht für manche interessant, weil Game Dev Tycoon war damals ein Let's Play, was wirklich viele geschaut haben. Und daher denke ich mal, kann ich mir das ja so gut vorstellen. Des Weiteren ist mein Ziel in den Sommerferien Minecraft wieder zu beleben. Nein, nicht das Spiel an sich, sondern mein Minecraft Let's Play. Da kann ich euch gleich sagen, da sind schon seit Monaten zwei Parts existent. Zwei weitere Parts, die ich irgendwann mal aufgenommen habe, die ich noch nicht hochgeladen habe. Die werden dann dementsprechend dann auch noch mitkommen. Und dann wird es da vielleicht auch wieder weitergehen. Ich hoffe es. Dann natürlich mit Let's Plays wird es weitergehen. Dazu werde ich ja gleich auch nochmal was erzählen. Oder, ja, was heißt gleich? Fangen wir mal gleich damit an. Und zwar wurde das Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit ist nun komplett hochgeladen und veröffentlicht. Bedeutet, das Let's Play ist nun auch beendet. 49 Parts gab es. Der letzte Part war nochmal sehr, sehr lang, weil es haufenweise Bosskämpfe noch gab. War mega geil. Und als Nachfolger des Let's Plays habe ich mich dazu entschieden, Inside zu Let's Playen. Dazu kamen jetzt schon zwei Parts raus. Vielleicht sogar inzwischen schon drei Parts. Ich weiß nicht, wann ich den Let's Talk Part hochlade bzw. veröffentliche. Ich glaube 18 Uhr. Also dann sind schon drei Parts draußen. Und ist ein kleines Spiel. Wird nicht viele Parts haben. So wie Limbo. Denn Inside ist der Nachfolger von Limbo. Limbo habe ich damals auch Let's Played. Ein wirklich schöner kleiner Indie. Macht mir sehr, sehr viel Spaß, das zu zocken. Und ja, Inside habe ich schon vor über einem Jahr, glaube 1,5 Jahren, Anfang im Oktober 2017, glaube ich, gekauft und da den Plan gehabt, das zu Let's Playen, aber irgendwann halt in der Zukunft. Und nun war es soweit. Limbo hatte ich damals halt auch im Sommer rausgebracht, glaube Sommer 2016. Jetzt ist auch wieder Sommer. Das passt irgendwie, finde ich. Im Sommer 2017 zum Beispiel kam ja Sunshine raus, Super Mario Sunshine. Sommer 2018, glaube ich, eher weniger was. Weil 2018 war ja eher so ein Maujahr. Und ja, nun ist Inside dran. Inside, wie gesagt, wird nicht lange laufen, bedeutet, nach Inside wird dann ein weiteres Let's Play folgen. Ich weiß nicht, ob direkt im Anschluss. Denn ja, ich werde in circa 2 Wochen für eine komplette Woche weg sein. Ich weiß nicht, ob ich vorher noch ein Let's Talk Part raushaue. Vielleicht werde ich auch ein Infovideo raushauen. Ich weiß es nicht. Denn in Zukunft werden sowieso mehr Infovideos kommen. Hat einen anderen Grund, werde ich auch noch erklären. Aber ja, vielleicht ein Let's Talk Part werde ich vorher noch raushauen. Und vielleicht danach auch nochmal. Ich habe nämlich ein Praktikum. Geht 1 Woche lang. Ich kann allerdings jetzt nicht ganz genau sagen, welche Woche. Aus dem folgenden Grund, ich habe hier ein
Es ist so, ich habe mich da angemeldet. Man ha sagte aber, es wäre vielleicht besser, wenn ich in einer anderen Woche das mache, weil da noch mehr Bedarf ist sozusagen. Das war Anfang August. Und sagte ich, na klar. So, dann irgendwann habe ich einen Zettel bekommen. Da stand plötzlich wieder ein anderes Datum drauf. Das Datum, was ich glaube, anfangs gesagt habe. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. So. Dann das einerseits ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich war nämlich vor einer Woche zur Schulung dort. Und da haben wir einen Zettel bekommen und sollten draufschreiben, wann wir uns angemeldet haben. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt kein Handy dabei, weil es am Ladekabel in meinem Zimmer war. Und auch generell keine Informationen. War fest der Meinung, dass ich in der ersten Ferienwoche da bin. Daher habe ich auch die erste Ferienwoche draufgeschrieben. Bedeutet, es gibt jetzt drei Daten. Und da werde ich dann Montag, also morgen, mal anrufen und mal generell nach der Lage abchecken, wann ich dann nun da bin. Auf jeden Fall werdet ihr auf Twitter informiert, wann ich nicht da bin. Das hatte ich ja auch zur Schulung schon hingeschrieben. Da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Daher, wer Twitter noch nicht kennt, bei mir in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ja, dann die Schulung ging einen Tag lang. Die Schulung ging einen Tag lang. War relativ interessant. Und ja, zum Praktikum generell werde ich in einem anderen Video genauer erzählen. Das ist ja jetzt einfach nur ein Let's Talk Part. Vielleicht in irgendeinem Minecraft-Video oder so. Mal sehen. Aber ich denke auch erst nach dem Praktikum. Also falls euch das interessiert. Ja, dann, wie gesagt, dann bald das Praktikum. Was dann bald darauf folgt. Und ja, ich wollte eben über irgendwas erzählen, wo ich das habe, erzähle ich gleich drüber. Genau, Infovideos. Und zwar, das betrifft jetzt unser Minecraft-Netzwerk Galaxy Miners. Und zwar ist Galaxy Miners schon seit längerem wirklich unbesucht. Es gab mal wirklich öfters mal Zeit lang, wo wirklich hier und da mal ein Spieler da war. Also ich war selber nie damit zufrieden. Deshalb werden jetzt Maßnahmen eingeleitet. Und zwar wird in circa einer Woche der Server erstmal in Wartungsarbeiten gehen. Für längere Zeit, ein paar Wochen. Denn wir werden dann ordentlich am Server was werken. Was genau dann da gemacht wird, das werdet ihr in ein paar Tagen dann noch erfahren. Sobald ich den Server in Wartungsarbeiten setze, gibt es ein Infovideo dazu. Und dann werde ich euch auch die Punkte ernennen, was wird hier am Server gemacht. Ich kann euch schon mal so sagen, schaut ruhig nochmal die Welten an, denn gerade da wird es Änderungen geben. Also in Welten zum Beispiel Survival-Welt. Oder so. Jetzt, oder Creative City Build. Obwohl City Build ist ja momentan auch schon in Wartungsarbeiten aus dem von Grund, da es da immer noch das Problem gibt. Ja, leider. Ich kann ja da mal ganz kurz reingehen. Ich habe mich in Gamer 2 gesetzt wegen dem Jump'n'Run, was ich gerade nicht geschafft habe. So, mal den Block hier weg, bevor wir hier reingehen. Ja, der Zauber braucht jetzt mal kurz, weil der jetzt nicht damit gerechnet hat, dass da jemand drauf kommt. Ja, sonst an sich war es das dann generell zur Woche jetzt hier. Ich habe viel wieder aufgenommen. Inside zum Beispiel ja auch angefangen. Und dann mal abwarten. Jetzt heißt es Schule beenden lassen sozusagen. Oh, ja, gut. Immer kurz vor. Ah, jetzt. Jetzt ist der Server auch da. Passt. Gut. Werden lassen sozusagen. Und ich freue mich auf die Sommerferien. Ich freue mich auch auf mein Praktikum. Ein freiwilliges Praktikum von meiner Seite aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Scheiße wieder ein. Vielleicht sehen wir uns auch in einem anderen Let's Play wieder. Zum Beispiel wie Inside oder Pokémon. Kann ich nur euch empfehlen, weil
Das bockt so sehr. Das glaubt ihr gar nicht. Also von daher, bis dahin, euch noch viel Spaß und bye bye.